Hallo ihr da draußen, bin auch mal wieder da. Ich habe mir heute die Mühe gemacht und habe mich für die, die mich gerne mit Lidschatten sehen, einmal komplett neu geschminkt. War heute im Garten, ist ja traumhaftes Wetter und ich habe aber gedacht, heute Abend mache ich kurz ein Video, um mal wieder Hallo zu sagen, um zu sagen, dass alles in Ordnung ist. Ja, Mende war in der letzten Zeit viel da und ich mache ja ganz gerne die Videos, wenn ich alleine bin. Jetzt bin ich gerade alleine und deswegen bin ich jetzt für euch da. So, ich habe mir, nachdem ich bei Superdine 01 einen tollen Manhattan-Lidschatten gesehen habe, mir diese Woche vorgenommen, mir mal die Manhattan-Lidschatten näher anzusehen und habe mir einen gekauft. Ich mir einen Lidschatten gekauft. Also einen Lidschatten, von dem ich vorhabe, ihn auch zu benutzen. Das ist ja schon mal relativ ungewöhnlich. Ihr wisst ja, dass ich Lidschatten sehr gerne kaufe, allerdings waren es bis jetzt im Allgemeinen einfach nur welche, die schon geglitzert haben oder sowas oder die ich mir eben als Highlighter oben drauf gesetzt habe oder eben um sie als Kajal zu benutzen. Und dank euch bin ich jetzt auf den Trichter gekommen, auch mal Lidschatten zu benutzen und habe mir deswegen einen zum Benutzen gekauft. Allerdings auch wieder einen, der glänzt, weil der mich total fasziniert hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir... Ich zeichne euch erstmal so. Guckt mal. Könnt ihr das sehen mit meinem neuen Pony hier? Warte. Kann man das sehen? Jetzt bin ich ja voll im Tüdel hier. Ich habe mir gekauft von Manhattan den Manhattan Intense Effect Eyeshadow in der Farbe Peach Party. Guckt euch den mal an. Ist der toll. Ich glaube, es ist nicht der Ton, den Superdine gekauft hat. Aber ist der nicht schön? Guck mal. Der rechte ist in einem Gold gehalten, das von Rot durchzogen ist. Dadurch entsteht eine wunderschöne, ja, Gold-Rosé-Farbe. Kann man das sehen? Und das habe ich für so eine Art Taupe oder Bordeaux gehalten. Kommt aber fast als braun rüber, gefällt mir persönlich also noch besser, weil ich ja nicht so gerne auf ausgefallene Farben zurückgehe. Übrigens eine Macke von meiner Katze, macht euch keine Sorgen. Ja, und die habe ich dann halt dementsprechend so verarbeitet, wie ich das immer normalerweise mache. Ich habe es nicht gemacht, wie ihr das immer so hübsch macht mit der Lidfalte und so weiter. Da habe ich mir gedacht, das kann ich ja jetzt hier vor Ort nochmal machen. Dafür habe ich mir mein Pinselchen, den ich von Moldavid bekommen habe, mitgenommen. Also so sieht es jetzt im Moment aus. Warte, ich mache mal einmal den ganzen Kram auch hoch. So ist das im Moment. Und dann verpuscheln wir das einmal hier vor Ort. Ich habe mein Spiegelchen da stehen. Habe allerdings diese beiden Striche eben gezogen. Die haben sich dann auch noch so verändert. Der untere wurde irgendwie bräunlich, der obere blieb dann Aubergine. Es war eine ganz tolle Kombination. Und den habe ich, so wie Moldavid das immer macht, mit dem Alverde fixierendes Spray, das ich bei mir noch gefunden habe, angesprüht. Und dadurch wurde das tatsächlich intensiver. Ganz toll. Aber das mache ich jetzt erstmal, weil ich da noch ein bisschen in Sorge bin, dass das nicht funktioniert. Einfach mal in Trocken. Setze ich in die Lidfalte rein, wie ihr das immer so schön macht. Zeige ich euch gleich dann dementsprechend. Ich habe vergessen, heute eine Eyeshadow Base drauf zu machen, obwohl ich jetzt von euch überzeugt worden bin, dass es wirklich ein Unterschied ist. So, jetzt schaut noch einmal. So ist das jetzt dementsprechend mit der Lidfalte. Könnt ihr euch ja mal zu auslassen, was besser ist mit Lidfalte oder ohne. Und würde mich mal interessieren. Wen interessiert, was ich heute überhaupt drauf habe? Ich habe aus meinem großen Haul die Katzenberger Foundation genommen, die ja die Hälfte reduziert war bei Müller in Arnsburg, also wahrscheinlich in anderen Müllern auch, in der Farbe 20. Ein Highlighter hab ich mir gesetzt, und zwar den Moondust von Rival de Loup, gebackener Highlighter dementsprechend. Ja, war mir eigentlich in dem Moment, reichte mir das schon. Ich habe dann aber trotzdem, weil ich gedacht habe, ihr fragt dann bestimmt, warum nur Highlighter. Ich habe dann den P2 Feel Good noch hinterher gesetzt. Glowing Blossom. Der hier. Den Highlighter von Dings habe ich euch gar nicht gezeigt. Der ist nämlich auch echt toll.
Ich stehe ja immer noch vor der Entscheidung, mir noch den Bronzer zu holen. Guck mal, ganz toller Roséton, also ist wirklich wunderschön. Halt normalerweise eben für meine Highlighting-Geschichten unter dem Augenbrauen. Den habe ich. Auf den Lippen habe ich den Catrice Liquid Metal Gloss in Yes I Would. Weiß nicht, ob das eine LE war, ist aber eine wunderschöne Farbe, wie ich finde. Knallt dann auch dementsprechend richtig drauf. Bitteschön. Ist auch der einzige Lippenstift, den ich einfach so einmal drüber mache und wo ich happy bin. Und Lip Liner, ich hatte schon überlegt, ob ich euch mal meine Lip Liner Sammlung zeige. Also das habe ich bei euch noch nie irgendwo gesehen oder noch nie auf YouTube gesehen, dass jemand Lip Liner Sammlungen hat. Und falls es euch interessiert, schreibt es unten rein. Das ist der Superstyle Lip Liner 42 in Icy Beige von Maybelline. Einmal so. Der ist wirklich sowas von zart und ja, hauttonmäßig. Also ihr seht, das passt alles heute irgendwie in sich. Sogar ein bisschen Pearl-Effekt könnte man wahrscheinlich auch ganz komplett über die Lippen machen. Auch nicht schlecht. Ja. Ohne habe ich neu. Was sagt er dazu? Irgendwas würde ich normalerweise auch nicht tragen. Aber irgendwas hat sich ein bisschen verändert, seitdem ich euch kenne und hier vor der Kamera sitze. Ja, das war mein Make-up von heute, das Hallo sagen. Dann wollte ich euch noch einen Tipp geben. Ich bin momentan total verknallt in meine Nagellackfarbe. Das ist eine Kombination aus dem Astor Perfect Stay Gel Shine in Creme Brûlée. Den gab es ja zu den Lip Butters dazu. Dummerweise habe ich einen, der fast genauso aussieht. Das ist von irgendeiner No-Name-Geschichte. BL Beauty Line Deluxe. Habe ich mal für 1 € im Kik oder im Teddy gekauft. Also fast identisch, kann man also auch nehmen. Aber auf jeden Fall diese Farbe in Kombination mit dem Basic Nagellack. Ach, Basic gibt es ja gar nicht mehr. Ach, ja, hat auch keine Farbbezeichnung großartig. Also von diesem lilafarbenen hier. Aber es gibt bestimmt inzwischen irgendwo anders einen, der so ein lila Einschlag hat. Jedenfalls sieht das dann so aus. Und es gefällt mir im Moment echt gut. Ja, das dazu. Dann gibt es noch eine kleine Ankündigung. Ach hier, kennt den jemand? Carlo Colucci Donner, den habe ich mir gekauft. Ich bin ja nicht so ein Parfum-Benutzer, aber der irgendwie hatte was, fand ich. Ja, kann ja jemand was zu sagen. Parfumsammlungen zu zeigen, lohnt sich nicht großartig, sind eigentlich nur Herrendüfte und sowas in der Richtung. Aber naja, kann ich ja trotzdem mal machen, wenn mir nichts anderes einfällt. Ja, das dazu. Gefällt euch mein Pony immer noch oder soll ich ihn wieder hochtragen? Wie ist es? Äußert euch bitte dazu. Und jetzt drehe ich noch ganz kurz ein Video. Ich habe nämlich allen Ernstes über 100 Abonnenten und ich werde jetzt eine Verlosung starten. Eine kleine Sommerverlosung. Und wen das interessiert, der kann sich dann ja noch dementsprechend ja, nach dem anderen Video umschauen. Und ich wünsche euch erstmal ein traumhaftes Wochenende. Ich versuche heute krampfhaft unter 10 Minuten zu bleiben, damit ihr euch nicht immer die ganzen Videos zusammensuchen müsst. Und wünsche euch ein ganz tolles Wochenende und ein sonniges Wochenende. Und überhaupt freue mich über eure Kommentare, freue mich über ein Gefällt mir, freue mich über Abos. Alles Liebe von hier. Ich wünsche euch was. Tschüss.